Hallo Freunde des Lichts. Dieses Video ist ein bisschen speziell, muss ich ehrlich zugeben. Es stellt sich die Frage, warum soll sich ein Prepper mit Naturmedizin beschäftigen? Wird es in einer schweren Krise immer Medizin, alle Medizin in ausreichender Menge geben? Oder ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die Medizin schneller zu Ende ist, als die Krise da ist? Im Augenblick haben wir auch wieder für viele Medizinprodukte Engpässe. Manche sind gar nicht erhältlich, obwohl wir keine Krise haben in Deutschland. Wir haben eine absolute VVZ. Wir haben keine Krise und es ist auch keine Krise in Aussicht. Trotzdem sind viele Medikamente nicht erhältlich. Wie ist es dann erst in einer Krise? Leichte Krise, mittelschwere Krise, schwere Krise. Ist es da nicht wirklich sehr sinnvoll, sich schon rechtzeitig genug, also jetzt, nach Alternativen umzusehen? Im Augenblick ist natürlich klar, ich habe da ein Problemchen mit der Haut, ich gehe in die Drogerie, hole mir eine Salbe oder eine Kurpackung oder was auch immer. Oder ich gehe zum Doktor und der verschreibt mir irgendwas, dann gehe ich halt eben in die Apotheke. Ist ein bisschen teurer als Drogerie, aber ist auch gut. Schmier mir es drauf, im Gottvertrauen auf den Doktor, dass es hilft. Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Ich denke ja. Ich bin ein bisschen mit Naturmedizin, Naturheilstoffen bewandert und möchte euch heute etwas zeigen. Es geht nicht darum, dass jeder Prepper sich mit der Herstellung von Naturmedizin auskennen muss, sondern es geht darum, überhaupt mal mit der Thematik Kontakt zu haben, zu wissen, um was es geht, vielleicht auch selbst mal ausprobiert zu haben, sowas herzustellen, um mitreden zu können. Weil wenn man es einmal hergestellt hat, heißt es nicht, dass man es in wirklich absolut bester Qualität herstellt. Man hat es einmal hergestellt. Das Ausarbeiten, das Feinausarbeiten, das Feinausfeilen, das ist dann denjenigen vorbehalten, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen. Aber ich will euch heute mal zeigen, wie man eine Heilcreme oder eine Heilsalbe selbst herstellen kann. Mit ganz einfachen Mitteln. Aufpasse. Ich nehme einmal als Fettbasis Bio-Kokosöl, dann verwende ich sehr gerne Shea-Butter, natürlich auch Bio. Bio-Mandelöl, aber raffiniert. Also wenn ihr Mandelöl verwenden wollt für kosmetische, für pflegende Produkte, würde ich euch empfehlen, nehmt raffiniertes, weil unraffiniertes, das kaltgepresste, das hat die Eigenschaft, dass es relativ bald oxidiert und dann riecht es ganz unangenehm. Und jetzt kommen wir in den Heilbereich rein. Da haben wir erst noch ein bisschen was ganz Leckeres, lecker riechendes. Gerani Bourbon, das ist ein Geschmacksstoff, ein Geruchsstoff, ein sehr natürlicher Geruchsstoff. Ich mache euch auch mal Links unten in die Videobeschreibung rein, wer sich dafür interessiert, sowas zu machen. Dann kommen wir in den Heilbereich rein. Gut, was heißt Heilbereich? Kokosöl, Shea Butter und Mandelöl sind auch schon im Heilbereich. Aber ganz speziell Schafgarbentinktur. Wichtiger Punkt bei der Heilung. Und Tax Propolis, auch die Sachen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Als Wachsbasis ein bisschen Bienenwachs, reines Bienenwachs natürlich, klar. Dann verwende ich so kleine Tiegelchen, kann man im Internet bekommen, die sind recht günstig. Auch hierüber Links in der Videobeschreibung oder ein Link in der Videobeschreibung. Dann verwende ich zur Desinfektion dieser Teile, die in zwei Schritten stattfindet. Erstmal die Kaltdesinfektion über Chlordioxid. Auch das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und die Heißdesinfektion findet dann auch noch statt. Zum Arbeiten verwende ich zwei Löffel. Der eine ist ein langer. Kann man schon denken, warum, klar. Das große Glas. Und es ist schon fast leer, da muss ich nach unten gehen, um Kokosöl rauszuholen. Dann habe ich eine Feinwaage,
und verwende auch Behälter, um das reinzumachen. Man kann jetzt zum Beispiel auch normale Honiggläser verwenden, die 500 Gramm Gläser, aber die sind zu groß. So eine Heilsalbe, mein Gott, wenn man sich, sagen wir mal, zwei von diesen Teilen macht, da hat man den ganzen Winter lang eigentlich. Und viel länger sollte man sie auch gar nicht verwenden, dann sollten sie aufgebraucht sein oder neu gemacht werden. Also man kann 500 Gramm Honiggläser verwenden, sie sollten relativ hitzebeständig sein. Oder man kann diese Reagenzgläschen verwenden, findet man auch im Internet. Mal schauen, wenn ich einen Link finde, mache ich da auch einen unten rein, wenn ihr das verwenden wollt. Ich würde aber eher empfehlen, das ist die allergünstigste Variante, das sind diese 250 Gramm Gläschen. Man sieht, es ein bisschen beschlagen, also ich verwende die natürlich schon öfters. Nicht nur einmal, und dann werfe ich sie weg. Gut, man kann sie auch nach einmal wegwerfen, wenn man das möchte. Aber bei mir werden sie immer wieder sofort desinfiziert, bevor ich sie einsetze. Seht ihr auch nachher dann direkt. Und von dem her kann da an sich nichts passieren. Also die sind die günstigste Lösung. Ich mache den Deckel drauf, dass auch kein Schmutz oder sonst irgendwas reinkommt und gut ist. Und was ich dann natürlich noch brauche, klar, bisschen Küchentücher und zwei Töpfe. Gut, ob ich jetzt, das habe ich hier jetzt stehen, Alpha Bisabolol, das kann verwendet werden, wenn man es möchte. Das ist jetzt auch ein Kamille-Extrakt und zwar der öllösliche Teil der Kamille. Hier, das könnte man jetzt auch noch reintun. Also das sind schon Spielereien möglich. Aber ansonsten verwende ich keine künstlichen Emulgatoren etc. wie jetzt zum Beispiel oder zusätzliche Sachen wie Tegomuls oder Parabene, Panthenol, solche Dinge. Wer sich mit Kosmetik ein bisschen befasst, der weiß, was damit anzufangen ist. Aber das werde ich nicht verwenden, auf gar keinen Fall. Kommt nicht in die Tüte. Ob man jetzt hier ob man jetzt so einen richtig feinen Geruchstoff mit reingeben möchte, es schmeckt, es riecht so richtig fein nach Orange. Einen ganz feinen Orangengeschmack hat es, weil Propolis, also generell zu den ganzen Sachen muss gesagt werden, wer allergisch reagiert auf irgendeinen Stoff oder eine sehr empfindliche Haut hat, sollte solche Produkte erstmal an einer unempfindlichen oder an einer unwichtigen Stelle, sage ich mal, na gut, das ist alles wichtig, aber an einer Stelle, wo er es akzeptieren kann, soll er es an der Haut erstmal probieren. Es gibt ja Leute, die haben Propolis-Allergien, das heißt, die Haut löst sich ab. Bei manchen Imkern sieht man das ja an den Fingern oder zwischen den Fingern. Und dann wäre natürlich die Verwendung von Propolis nicht gegeben. Ganz klar, dann lässt man es raus. Wer das natürlich auch rauslassen möchte, selbstverständlich geht alles. Die reine Heilsalbe, die ich herstelle, wäre auch möglich, nur alleine mit diesen vier Ingredienzien. Mandelöl, Schafgarben, Tinktur, Shea-Butter und Kokosöl. Und Bienenwachs natürlich. Klar, also fünf Ingredienzien, das wäre auch möglich. Ich verwende jetzt hier für diese Creme 7. Dazu werde ich jetzt mal ein bisschen Wasser auf Temperatur bringen. Aber wir wollen natürlich nicht warten, bis das Wasser jetzt kocht. Das geht schneller. Das geht nämlich so. Und schon kocht das Wasser. Stellen wir gleich mal ein bisschen runter. Braucht man nicht so heiß. Und es gibt eine kleine Desinfektion. Erstmal die Löffel. Reicht schon. Dann habe ich hier einen Glasstab, mit dem ich gern arbeite. Auch der wird desinfiziert. So, vorne dran zum Rühren. Reicht auch. Also zuerst mal werden die Tiegelchen desinfiziert, kalt desinfiziert mit Chlordioxid. Natürlich nur innen, klar. Auch die Deckel. Das ist eine schnelle Sache. Das war's mit der Kaltdesinfektion.
Dann geht es an die Inkredenzien. Das ist also mein übliches Wachsglas. Man sieht es auch an den Wachsresten. Und zwar, man kann an sich auch alle Sachen in kleinen Mengen, alle Sachen in ein Glas reintun. Ich tue es gern in zwei unterschiedliche und führe das dann nach am Ende wieder zusammen. Erstmal Tara abziehen lassen. So, ich brauche jetzt 7 Gramm Wachs. Ein bisschen kleiner, schmilzt besser. Das müssten 7 sein. 6,52. Noch ein Stückchen. 6,69. 6,90. 6,98. Na, da gehen wir noch einen kleinen Tick. So, das war's. 7,5. Das ist einmal das Wachs. Kommt gleich ins Wasserbad rein. Und dann habe ich, Gläschen wiegen etwas unterschiedlich. Dann gehen wir ins Kokosöl. Hier brauche ich 20 Gramm. So, 5 Gramm. 20 Gramm. Dann brauche ich von der Shea-Butter 10 Gramm. Fast, genau. Wunderbar. Vom Mandelöl 5 Gramm. Passt. Und die anderen Ingredienzien, die kommen erst ganz zum Schluss rein. Das nehme ich jetzt auch ins Wasserbad mit rein. Das Wachs ist schon so gut wie weggeschmolzen. Das sieht schon recht gut aus. Und hier findet auch gleichzeitig wieder die Desinfektion dieser Gläschen statt. Heiß genug ist es und lang genug heiß ist es auch. So, nach einer kurzen Zeit, wenn das alles gut aufgeschmolzen ist. Hier ist noch ein kleines Stückchen Shea-Butter, was ich auflösen muss. Das ist aber auch gleich soweit. Dann gibt es die Hochzeit. Komm, ich will alles. Ganz winziges Stück ist noch da. So, jetzt ist es aufgelöst. Jetzt ist es aufgelöst. So, jetzt nehme ich einfach mal die Gläschen raus und stelle sie nebenan. Ich habe jetzt hier einmal das Wachs und einmal die Ölphase und leere das alles miteinander. Ich könnte das Wachs hier auch reinkippen, dann wird aber das Gläschen auch so versaut wie das hier mit Wachsresten. Und man kann sagen, was man will. Es wird nie ganz sauber, auch wenn man es nachher mit heißem, extrem heißem Wasser auswäscht, das mit dem Wachs, die Wachsreste bleiben einfach dran. Aus dem Grund leere ich lieber die Ölphase ins Wachs rein. Schön reinleeren, immer gut rühren. Das ist natürlich jetzt noch alles gleiche Temperatur, logisch. Und dadurch, dass die gleiche Temperatur hat, beides, kommt es gut zusammen. So, und jetzt so lange rühren, bis sich diese Flüssigkeit, also dieses Konglomerat, jetzt etwas abgekühlt hat. Kann natürlich eine ganze Zeit lang dauern. Wenn man das nicht möchte, dann geht man hin und füllt sich den zweiten Topf. Aha, wozu gibt es zwei Töpfe? Mit etwas kaltem Wasser und macht es im kalten Wasserbad. Und da geht es nämlich relativ zügig. Aber immer rühren, sodass diese Bestandteile auch immer in Bewegung bleiben, dass immer gemischt bleibt. Sonst besteht natürlich die Gefahr, dass sie sich absetzen. Wollen wir ja nicht. Wenn es einigermaßen in Kühlung übergegangen ist, muss man fühlen. Ja, das geht schon. Dann können wir die anderen Ingredienzien zugeben. Und zwar gebe ich jetzt erstmal
20 Tropfen Schafgarbe-Tinktur. Tropfenweise lasse ich sie reingehen. Das ist jetzt eine kalte Flüssigkeit. Und an der kalten Flüssigkeit bindet sich sofort das Material, also in erster Linie das Wachsfeld, aus. Und das ist so nicht passiert, deswegen nur tropfenweise einrühren. So, haben wir drin. Jetzt kommt Propolis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, man sieht, es verdickt sich schon langsam. Jetzt kommt natürlich das gute Geruchsmittel, kommt jetzt noch mit dazu. Drei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, ich mach mal nicht zu viel, sonst wirkt es zu stark. So, dann ist zu stark maskiert mit dem Geruch. So, noch ein bisschen rühren. Das kann man jetzt schon abfüllen, das ist schon abfüllfertig. Und jetzt werde ich auch diese kleinen Tiegelchen nehmen, die jetzt schön desinfiziert sind, auch getrocknet durch das heiße Wasser. Das trocknet sich dann automatisch raus. Und die werden jetzt befüllt. Dann nehme ich es erstmal aus dem kalten Wasser raus. Ich habe das warme Wasser hier habe ich immer noch stehen lassen. Der Herd ist jetzt aus, aber das Wasser ist immer noch warm. Das bleibt auch stehen, falls ich das Konglomerat hier, diese Salbe, noch mal ein bisschen aufweichen muss. Sehen wir dann. So, mein Döschen. Jetzt nehme ich mir da auch gerne einen Löffel. Erstmal schön ins heiße Wasser, dass der warm wird. Man könnte auch mit dem Löffel rühren hier drin, aber der Löffel ist so groß und das ist einfach, das richtige Verrühren ist dann nicht so gegeben. Ja, ich merke schon, unten wird es schon ein bisschen fest. So, und dann kommt das hier rein. Ich habe vorsichtshalber, desinfiziere ich immer ein bisschen mehr Tiegelchen, weil es mir schon passiert, dass ich dann am Ende mehr als einen halben Tiegel noch übrig hatte im Töpfchen. Und es ist einfach schade, das wegzuwerfen. So wie jetzt hier zum Beispiel. Da ist mir einfach noch viel zu viel drin. Ich wollte eigentlich nur ein Tiegelchen machen, habe aber vorsichtshalber drei desinfiziert. Und das ist auch gut so. So, jetzt drücke ich es noch ein bisschen rein, dass die Luftlöcher verschwinden. Verschließen wir. Und den Rest mache ich in ein extra Schälchen. Ist jetzt nicht mehr so viel, aber zu schade zum Wegwerfen. Das ist eine hochpotente Heilsalbe. Für mich, aber nur für mich, nicht für euch. Ihr wisst ja, Heilmittelgesetz und so, darf das alles nicht sein, das darf nur die Pharma machen. So, das wäre mir jetzt viel zu schade, das wegzuwerfen. So, es hat noch das gegeben, das gibt mindestens einen Monat lang Heilsalbenanwendung. Dafür reicht das Dicke. Und das ganze Geschirr lasse ich jetzt noch mal ein bisschen im Wasserbad aufkochen. Kriege ich es auch wieder schön sauber. Wird nachher abgewischt, das ganze Arbeitsmaterial mit dem Küchentuch, und gut ist. Die neue Salbe jetzt hier ist ganz, ganz weich. Da denkt man, boah, das ist ja zu viel, zu fluffig, das Ganze. Aber wenn die Salbe dann mal ein bisschen fester ist, also wenn sie mal einen Tag hinter sich hat, ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Salben noch, gestern erst frisch gemacht. Die Salbe hier, man sieht hier die Oberfläche. Man kann also da schon ordentlich drauf drücken, ohne dass man jetzt der Finger drin versinkt. Die ist schon relativ fest. Im Gegensatz zur ganz frischen Salbe, wenn ich hier nur ganz leicht drauf drücke, verschwindet der Finger gleich in der Salbe. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das wird schon. Das bleibt nicht so fluffig.
Ich habe es aber lieber gerne etwas fester. So, komm, bleib dran. Ich habe es im Augenblick gerade wieder aktuell hier eine Entzündung und hier so eine Drüse entzündet. Und deswegen auch die Heilsalbe wieder. Diese Heilsalbe, die ich jetzt gemacht habe, die reicht mir bis in den Sommer rein. Habe ich die kalte Jahreszeit hinter mir, ist perfekt. Und zwar nehme ich da einfach nur mit dem Finger. Das ist jetzt das Schöne, wenn sie nicht so ganz so weich ist, so cremeartig. Nehme ich mit dem Finger einfach ein bisschen, mache es dann drauf. So, merke ich direkt die wohltuende Wirkung. Tut sehr gut, ja. Ich habe auch, weiß nicht, ob man sieht, solche ziemlich scharf, also was heißt scharf? Scharf, wie soll ich sagen, trockene Haut, sehr trockene Haut. Und da ist natürlich diese Heilsalbe perfekt geeignet dafür. Normale Hautcremes nützen mir gar nichts, weil ich creme die Hände ein und kurz drauf ist es wieder genauso wie vorher. Ich nehme hier ein bisschen auf den Finger, verteile das auf der trockenen Stelle und perfekt. Mit normaler Hautcreme, wie gesagt, reibe ich ein die Hände, kurz drauf, also wirklich ganz kurz drauf ist wieder trocken und dann reißt es auch auf, das reißt auf bis komplett runter. Das heißt, bis an die Kapillargefäße, es gibt kleine Blutungen und so weiter. Mit dieser Salbe nichts mehr. Und warum? Wir haben zum einen, klar, logisch, sind die heilenden Ingredienzien drin, wie jetzt Schafgarbenkraut, Propolis, Mandelöl ist sehr gut pflegend natürlich, ganz klar. Kokosöl ist auch heilend, hat auch eine heilende Wirkung. Einmal die Seite, das heißt also, die Haut wird sehr schön geschmeidig. Und was dann noch obendrauf kommt, ist der Bienenwachsschutz. Das Bienenwachs ist ein ganz, 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 durch das Rühren in ganz, ganz, ganz feine Partikel mit untergerührt in der ganzen Creme, in der ganzen Salbe, Creme, egal wie man es nennen mag. Manche sagen Salbe, wenn es ums Heilen geht. Manche sagen Creme, wenn es um Kosmetik geht. Ihr könnt gerade sagen, wie ihr Lust habt. Und ich sage auch, wie ich Lust habe, Salbe oder Creme. Dadurch, dass in ganz, ganz feinen Partikeln des Wachs in dieser Salbe enthalten ist, gibt es einen Schutzfilm über der Haut. Das heißt, wir haben einmal die pflegenden Stoffe, die verschiedenen Fette und Öle als Pflege, dann die heilwirksamen Stoffe, die in die Haut einziehen, in die Haut reingehen und obendrauf, das Wachs geht nicht in die Haut, das bleibt obendrauf. Obendrauf gibt es eine Schutzschicht, eine Feuchtigkeitsschutzschicht. Diese ganz feinen Wachspartikel, die sorgen dafür, dass kein Wasser in die Haut kommt. Das heißt also gerade, wenn man jetzt draußen ist, zum Beispiel viel unterwegs oder so, oder ziemlich viel mit Wasser zu tun hat, mit Wasser hantieren muss, ist natürlich jetzt so ein Schutz der Haut über diese Wachspartikel ganz, ganz wichtig. Ganz wichtiger Teil. Bei mir jetzt zum Beispiel am Bau, ich arbeite viel mit Zement etc. und Klebern, Farbe, Streichen, der ganze Klumpatsch. Und da ist auch sehr viel Flüssigkeit, also sehr viel Wasser mit dabei, auch beim Reinigen der Geräte nachher wieder Kälte und alles, macht alles die Haut ein bisschen, sehr, sehr stark strapazieren. Und da vor der Arbeit begonnen, hier natürlich jetzt ordentlich noch beschriftet, klar, das gehört dazu. Ordentlich Beschriftung muss sein. Hier sehen wir jetzt Heilsalbe Januar 2020. Dann die Inhaltsstoffe, die hier mit drin sind, sind alle mit erfasst. Und natürlich die Internetseite bienenfarmer.de. So muss es sein. Das sieht man auch dann später, wenn so ein Rest übrig bleibt, das sieht man auch von wann das ist, dann kann man sagen, okay, nee, kommt mir zu alt, ich mache lieber Neues. Nebenher kocht jetzt gerade mein Gläschen aus und meine Werkzeuge. Da werden die wieder ein bisschen sauber und ich kann sie mit einem Stück hoppa, Küchentuch. So, und schon ist kein Wachs mehr an meinem Glasrührstift. Und schon ist kein Wachs mehr
am Löffel. So geht das. Ja, jetzt, wenn man unterwegs ist, da ist es. Wenn man unterwegs ist, ist natürlich so ein Tübchen, das ist zwar schon klein, das ist 35 Milliliter Inhalt, das ist groß genug für so eine heilpotente Salbe, für mich. Aber jetzt so mitnehmen draußen, wenn man keine Handtasche mit sich rumschleppt, wenn man es in der Hosentasche mitnehmen möchte, da ist es ein bisschen ungeschickt. Ist zu kantig, trägt zu sehr auf. Also wenn man eng anliegende Hosen anhat, wenn man jetzt weite Jacken und das ganze Zeug hat, geht es vielleicht noch. Aber da ist es vielleicht ungeschickt. Ich zeige euch in einem anderen Video, aber auch, das habe ich hier in der Hosentasche, wie man so einen Stick macht. Das ist wie so eine Art Lippenstift. Und den kann man dann natürlich auch mitnehmen. Und einen perfekten Schutz auftragen. Sieht man, meine Lippen glänzen, sieht man nicht glänzen, da glänzt nichts, da glänzt gar nichts. Wenn natürlich jetzt jemand gern Fettstift hätte, dann ändert er die Ingredienzien. Aber da komme ich dazu in dem Video, wenn es um den Stift geht. Das ist jetzt zu früh. Diese Salbe hält normalerweise, also bei Raumtemperatur hält die Salbe ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, so um den Dreh rum. Es sind immerhin einige Desinfektionsschritte gewesen. Die Heißwasserdesinfektion, die Chlordioxiddesinfektion vorher schon, dann befindet sich Propolis, auch hier ist Alkohol drin, ist mit eingebaut, Desinfektion innerhalb der Creme, dann haben wir auch hier Alkohol mit dabei, das ist auch Desinfektion innerhalb der Creme, das heißt, eine schwache Desinfektion findet statt. Natürlich könnte man jetzt auch mit weiteren Dingen die Desinfektion ein bisschen vorantreiben, Konservierungsmittel mit einbauen, will ich aber nicht. Das soll doch relativ hauptsächlich natürlich bleiben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, finde ich ganz gut. Und deswegen halt ebenso. Also wie gesagt, etwa ein halbes Jahr würde ich mal schätzen. Kommt immer darauf an, wie sauber der Finger ist, mit dem man da reinpatscht. Wenn ich hier mit Bakterien und anderes Zeug mit reintrage, ist es irgendwann natürlich total verkeimt. Keine Frage. Aber wenn ich hier sauber arbeite, hält es lang. Mache ich es in den Kühlschrank, hält es ein Jahr lang. Aber es ist totaler Quatsch, braucht er gar kein Jahr zu halten. Wozu? Vor allen Dingen, wenn ich es in den Kühlschrank mache, dann wird es richtig hart. Will ich auch nicht. Das ist jetzt schon hart genug. Muss nicht härter sein. Der Vorteil ist, jetzt ist natürlich Umgebungstemperatur ein bisschen kühler jetzt in dieser Jahreszeit. Aber auch im Sommer ist so eine Heilsalbe natürlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn man sich kratzt, anstößt, irgendwo die Haut aufreißt, ein bisschen Heilsalbe drauf, wunderbar, brauche ich nichts anderes mehr. Durch die höheren Temperaturen im Sommer, hier haben wir, habt ihr ja gesehen, Kokosöl auch mit dabei und Kokosöl ist bei Zimmertemperatur zwar fest, aber bei höheren Temperaturen ist es ölig, flüssig, eine klare Flüssigkeit und dann wird diese Creme doch schon wieder deutlich weicher. Und schwieriger auch zu transportieren, weil es ist ja keine Dichtung drin in den Döschen, also es wird dann nicht mehr so ganz angenehm. Aus dem Grund, diese Konsistenz ist für mich jetzt genauso für den Winter wie auch für den Sommer geeignet. Meiner Meinung nach. Kann jeder halten, wie er will. Ich habe aber verschiedene Konsistenzen. Ich habe hier einmal die Konsistenz mit 20% Bienenwachsanteil. Und habe hier eine Creme mit 10% Bienenwachsanteil. Das heißt also, die ist fluffiger. Die verwende ich in der kalten Jahreszeit. Sobald es wärmer wird, kommt es dann bald, so ab April, werde ich auf die sicher wechseln. So einfach kann das Leben sein. Man kann es sich auch einfach machen. Jetzt, wofür kann man denn so eine Heilsalbe alles verwenden? Ich kann euch nicht sagen, für was ihr das verwenden könnt. Weil dann würde ich ja sagen, diese Heilsalbe hätte eine Heilwirkung. Ganz klares Statement jetzt für alle Pharmavertreter da draußen. Das ist keine Heilsalbe, die eine Heilwirkung auf den Menschen hat. Mit der kann man zum Beispiel Türen, das Quietschen wegheilen oder sonst irgendwas. Aber ich, für mich, verwende sie als Heilsalbe und das darf ich. Ich verwende sie zum Beispiel für Wunden,
frisch aufgeschlagene Wunden irgendwo am Körper, Kratzer, Wunden, Stiche, egal was. Wenn die Hautbarriere durchbrochen wurde, da ein bisschen neben von der Salbe drauf machen, das ist ein wunderbarer Wund- und Heilverschluss. Wunderbar. Hilft bei Blutungen. Ihr müsst nur mal nachlesen, für was Schafgarbe alles zu verwenden ist. Dann kommt er auch mal dahinter. Auch die Geschichte mit Propolis, das heißt also die heilende Wirkung von Propolis und von der Schafgarbe, gerade zum Beispiel bei Hautproblemen. Ob das jetzt Akne, Psoriasis oder was auch immer ist mit der Haut in Verbindung, spielt überhaupt keine Rolle. Dafür ist diese Heilsalbe. Deswegen habe ich sie auch frisch gemacht wieder für mich. Und ich nehme mal an, dass es in ein paar Tagen wieder weg sein wird. Ich habe das immer ab und zu mal, bekomme ich das mal, dass ich so einen Pickel bekomme, hier ein. Puh, mein Gott, ich bin nicht auf Brautschau, spielt keine Rolle. Für mich ist so ein Pickel nicht so schlimm, er ist nur störend. Es ist auch ein bisschen entzündet, man spürt es auch und deswegen, ich will ihn weghaben. Deswegen mache ich mir ab und zu mal solche Heilsalben. Man kann es natürlich auch zum Beispiel verwenden jetzt für riesige Nägel, Lippen, gerade Lippen sowieso, solche Dinge ganz wunderbar zum Einsatz. Der Vorteil dieser Heilsalbe ist, dass die Fettanteile, Fett- und Ölanteile sowie die heilwirksamen Inhalte gut in die Haut einziehen können, die Haut pflegen können, die Haut heilen können, eine Wunde heilen können, Blut stillen können und die Wachsanteile, die drin sind, verschließen die Haut gegen Nässe von außen. Nässe ist immer in größeren Clustern zu sehen. Wasser ist ja ein größeres Cluster, es ist nicht nur das Wassermolekül, sondern es sind größere Cluster zusammen und die kommen nicht durch diese Barriere Wachs durch. Dampf allerdings kommt durch, weil diese Wachsbestandteile sind nur in ganz, ganz feinen, ganz kleinen Teilen vorhanden und zwischendurch kommt der Dampf raus. Das heißt also, die Haut kann abatmen. Aber es kommt kein Wasser von außen, kein schädliches Wasser von außen in die Haut rein oder an die Haut ran. Das ist der ganz große Schutzeffekt dieser Salbe. Kann ich gerne auch mal demonstrieren, werde ich mal an den Wasserhahn gehen, werde mir ein bisschen von dieser Salbe drauf machen und dann seht ihr mal den Effekt. Ja, lass mal doch mal Wasser drüber laufen. So, und jetzt sieht man, wie das Wasser perlig auf der Oberfläche steht. Es kommt gar nicht bis zur Haut vor. Es ist wie ein Schutzfilm, der auf der Haut ist und das Wasser nicht an die Haut ran lässt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, zack oder zack, Abo, Glocke drücken, das ganze Zeug. Das sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Video.